Jawohl, das sieht wundervoll aus. Oh, hallo. Feind? Hallo. Ausbildung. Axt, mittlere Rüstung. Wer ist der? Kann ich ihn darauf ansprechen? Nope, Höhlenratte. Einfach allgemein irgendwas zu Höhlenratten. Gerüchte? Prophezeiung über die Nerre Varin. Darüber werden wir auch noch mehr erfahren. Okay, einfach irgendein Typ, der mir Axt, mittlere Rüstung und stumpfe Waffe beibringen kann. Was sagtet ihr gleich? Nix. Sammelt ein paar Schädel. Der ist mir irgendwie suspekt, der Kerl. Ihr tanzt wohl gerne nah am Feuer, nicht wahr? Vielleicht. Ihr tanzt wohl gerne nah am Feuer, nicht wahr? Nein. Warte mal. Nee. Okay. Nur nochmal vergewissern. Warte mal, der wollte nichts Spezielles. Gut, dann gehe ich mal wieder. Habe ich zwar meine Sonde so ein bisschen umsonst an dem Ding verbraucht, aber immerhin gibt das auch etwas auf Sicherheit. Okay, also. Das sieht aus wie so ein Fallenraum. Oh, noch ein Flammelementaner, super. Vorsichtig. Erstmal den Kollega. Au, das hat gesessen. Heilung. War diesmal mit dem Schaden aber nicht so dramatisch. Weniger dramatisch, als ich das in Erinnerung hatte. Zwei Wege. Oh, das führt überall irgendwo hin. Untere Ebene, da will ich als letztes auf jeden Fall hin. Dann wollen wir zuerst mal... Auch untere Ebene, mhm. Oh, hallo. Schon wieder irgendjemand? Neuesten Gerüchte? Wer ist das? Kleines Geheimnis? Art Hill. Ich hoffe, das ist von Wichtigkeit. Nein, eigentlich nicht. Eine kleine Elfe. Oh, warte mal. Das müssen wir nochmal kurz überprüfen, meine Freunde. Und zwar, ob bei diesem Nord da oben, ob vielleicht nicht dieser Propylon-Index irgendwo rumliegt. Ich weiß nicht mal, wie so ein Index aussieht. Sind das Bücher oder sowas? Ich muss gerade einfach mal schauen, weil ich... Steht hier nicht herum. Nach einem Buch habe ich nämlich ganz genau nicht geschaut. Oh, hallo. Silberne Streitaxt, lalala. Ebenerz. Lalala, du hast nicht zufällig irgendwas über Propylon-Indexe gehört? Ich bin dann mal wieder weg. Lalalala. Oh, man. Tut mir echt leid, aber du hast da genug Äxte gehabt, okay? Oh, ist das fies. Hey, das Ding war 15.000 Münzen wert, okay? Da kann man schon mal so die ein oder andere Einstellung über Bord werfen. Warte, die Tür war hier sowieso abgeschlossen. Dann gehen wir mal lieber hier rüber in die untere Ebene. Speichern wir mal unter einem neuen Speicherpunkt. Ich möchte jetzt mit diesem Namen absolut nichts ausdrücken, selbstverständlich. Ich wähle immer so die Namen meiner Speicherpunkte. Der Tod erwartet euch. Okay, das war nicht so nett. Der Tod erwartet euch. Ich hätte euch bereits früher töten sollen. Ja. So viel dazu.
Der ist irgendwie leichter umgefallen als erwartet. Zum Glück beide Zauber, die er auf mich geschossen hat, habe ich absorbiert. Teuer, 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 teuer. Extravagant. Schreckliche Viperklinge. Aber selbst die teuren Handschuhe und sowas sind es nicht wirklich wert, so. Nö, nicht wirklich. Wert 17 für das Schwert. Are you kidding me? Aber es ist magisch. Okay. Sonst nichts in dem Raum? Okay, ich glaube aber, wo wir da auf jeden Fall rauskommen werden. Bist du jetzt auch feindlich auf mich eingestellt? Ich bin sicher, dass es wichtig ist, aber ich muss weiter. Nein. Also nicht, dass der eine Typ sich jetzt darüber aufgeregt hat, dass ich so tief nach unten vorgestoßen bin. Und jetzt sind plötzlich all seine Freunde auch gegen mich. Ach, geht doch. Noch zwei Anwendungen auf dem Ding. Boah, dieser Speer bringt es so dermaßen. Ihr merkt es ja selbst, wie finster es hier eigentlich ist. Oh, hallo. Sehe ich da einen Lootraum? Ah, guck mal einer an. Wie viele extravagante Sachen hier rumliegen. Ich kümmere mich mal kurz erst da unten um die Kandidaten. Feindlich? Ich werde mich an eurem letzten Atemzug ergötzen. Oh, okay, Bro. Oh mein Gott, Brosette. Oh, okay, das war wohl eine Lähmung. Es sieht nicht gut aus. Ich werde gerade kaputt gebufft. Ja, es war also schön mit euch hier gemeinsame Sache zu machen. Und ich bin sehr stolz, Mitglied dieser... So, jetzt bist du dran. Ich komme hier nicht raus. Sie haben mich eingesperrt. Wer zum Teufel ist das überhaupt? Töte sie endlich! Komm, kleine Stöße, kleine Stöße. Okay, okay, okay. Dieses Vieh habe ich nicht gesehen. Ich hätte diesen Kampf geschafft, aber jetzt glaube ich, wird es leider gerade ein bisschen zu eng. Habe ich... Warte mal. Mal einen teuren Ausdauertrank? Habe ich noch einen teuren Genesungstrank? 20 Punkte für 5 Sekunden. Hier, Lebensenergie wiederherstellen. Ja, ich muss den hier nehmen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich komme hier nicht weg. Bin ich immer noch gelähmt oder so? Gib ihm! Tragt zu viele Gegenstände bei euch. Die hat mir einen Debuff gegeben, oder? Ja, ich kann nur noch 6 tragen. Fuck! Und jetzt? Und jetzt? Stärke 1. Ja. Das sieht jetzt nicht gut aus. Wer war das überhaupt? Zwischenfall Necrom. Ich habe mal gehört, dass die Meistertrainer immer so aggressiv auf einen sind und dass man sie beruhigen muss, wenn man was von ihnen lernen will. Ah, das ist jetzt aber blöd. Ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt Stärke wiederherstellen kann, ne? Ich habe ja auch gar nichts zum Wiederherstellen hier. Wiederherstellen Stärke, ja, aber das bringt nicht so viel, oder? Ich eins schlucke. Zack. Was? Kein Effekt! Yay! 8 Punkte wiederhergestellt! Warte mal, vielleicht finde ich ja noch ein paar andere Sachen mit Stärke wiederherstellen. Dann könnten wir uns so langsam aber sicher ein bisschen wieder hochpumpen. Ja, Leute, sieht blöd aus. Ich kann nicht rasten, wenn sich Feinde in der Nähe befinden. Ah, ich glaube, das war's mit unserem Abenteuer an dieser Stelle. Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Nee, das wird wahrscheinlich auch nichts bringen, oder?
wenn ich jetzt... Nein. Gut, ich habe leider tatsächlich absolut keine Chance. Schade. Das heißt, wenn ich einen Debuff von der eingeschenkt bekomme, dann war's das für mich gewesen. Ich würde aber trotzdem noch gerne gucken, was da weiter rechts ist. So, Falle absorbiert. Ein Gaster, Quata, Quarkis, lalalala. Ich öffne das Buch einfach mal so. Ah, hatte ich das schon mal gelesen? Das ist auch ziemlich viel wert. Oh no. Langsam, langsam. Okay, nicht langsam. War nur der Flammenelementar. Gut. Auch absorbiert, sehr gut. Boah, habe ich ein Glück gerade. Hier haben wir so Sachen wie Wiederherstellen, Intelligenz. Dann nehmen wir das natürlich. Chamäleon und Lähmung. Ja, nehmen wir auch. Festigen Stärke haben wir hier nochmal. Nochmal festigen Stärke. Ein bisschen Alohol. Oh, hallo. Guck mal hier. Ausdauer wiederherstellen. So Stärke-Wiederherstellungsrollen. Wenn gar nicht mal so schlecht. Das sind ziemlich viele wertvolle Schuhe. So. Ich versuche weiterhin noch ein bisschen vorsichtig zu sein. Ich habe da nämlich so eine Idee. Oh, ich bin so gespannt, ob das jetzt aufgehen wird. Folgendes. Ich speichere hier nochmal, aber erstmal unter einem anderen Punkt vielleicht irgendwie. Am besten unter Omen. Ich rase mal rasant vorbei. Umarmt. Hallo, tschüss. Untergang. Okay, sonst ist hier nichts. Shit. Oh nein, da hat sie schon... Da hat sie mich schon. Umarmt euren Untergang. Nein. Komm her. Ich habe auch noch nicht so einen großen Malus. Vielleicht können wir ihr irgendwie noch eine Lähmung einschenken, ja. Warte, habe ich meine Waffe jetzt? Habe ich mich selbst gelähmt oder? Ich werde mich an eurem letzten Atemzug ergötzen. Okay, sie hat nur einmal auf mich gezaubert. Hier können wir noch wieder rauskommen. Und zwar hier. Dammit. Komm, gib. Nein, zweimal hintereinander hat keinen Effekt auf euch. Dammit, dammit. Ja. Ja, Pech gehabt jetzt. So, ich habe mal unter anderem die schwere Axt abgelegt. Weil das Einzige, was ich jetzt eigentlich gerne wissen wollen würde, ist, ob es hier irgendetwas Brauchbares gibt. Irgendetwas, weswegen es sich lohnen würde, dass ich so diese ganze krampfige Aktion überhaupt auf mich nehme. Die Uhren untersuche ich auch mal, weil da oben war ja eigentlich in der Urne was ganz schön Brauchbares dabei. Scheint aber echt nicht so zu sein. Trank der Weisheit, Reflexion, Ausdauer wiederherstellen, nö. Zauber absorbieren, nein. Schade, okay. Dann war ich wohl falsch in der Annahme, dass ich hier irgendwas bekommen könnte. Gut, dann folgendes. Laden wir nochmal kurz Omen. Und dann würde ich jetzt einfach sagen, wir lassen die da am Leben, weil wie gesagt, ich habe mal gehört, dass die großen Meisterhandwerker... Habe ich ja alles gelootet, alles schön sauber gemacht. Die dunkelste Dunkelheit.
Ach, weißt du was, können wir vielleicht auch mitnehmen. Was soll's. Dass die auf einen aggressiv sind. Und eventuell ist es auch genauso mit der Dame da unten. Gut. Also, Jesus Christ. Ich erschrocken. Da ist ja noch eine. Okay. Geh weg mit deinen verdammten Beschwörungen. Kamandil. Ist das auch irgendeine wichtige oder so? Ich habe echt gerade Angst, dass ich mir alle möglichen Master-Trainer einfach umbringe. Die haben ja nicht mal so wirklich was irgendwie, was ich denen weglooten wollen würde. Keine mega wertvollen Waffen oder Rüstung oder irgendetwas, was sich gut verkaufen ließe. Hä? Nee, warte mal. Das war falsch, ich muss den hier laden. Ich habe gerade einen Quicksave geladen. Der war schon, liegt ein bisschen weiter zurück. Aber na gut, dann haben wir das leer geräumt. Dann ist es wohl doch nicht ganz so, dass man die Propylon-Indexe auch gleichzeitig in den passenden, dementsprechenden Ruinen... Ach, dunkelste Dunkelheit lasse ich einfach mal da drin jetzt liegen. Obwohl, es wird mir keine Ruhe lassen. Ich muss es zumindest einmal gelesen haben. Könnte gut sein, dass ich das schon mal gemacht habe. Jetzt haue ich hier ab. Und komme nie wieder zurück. Wahrscheinlich. Weil diese Propylon-Sachen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nebenbei erwähnt habe, ich glaube nämlich nicht. Wenn man die Indexe hat, dann kann man diese Steine da benutzen, diese länglichen. Und der Vorteil, den man dann da hat, was ist denn da hinten? Irgendein anderer Typ wieder. Das sind auch wiederum Schnellreiseoptionen, also genauso wie die Schlickschreiter, die man hat. Man kann mit Booten reisen, man kann sich in der Magiergilde teleportieren und man hat eben genau diese... Oh Gott, das ist was für eine Reichweite. Und man hat eben diese Propylon-Indexe, mit denen man reisen kann. Stirb! Wer hat mich gerade eben von euch angefurzt? Ist ja ekelhaft. So, liegen bleiben, alle zusammen. Knochenarmschiene. Oh, das ist schon mehr wert. Ist das vielleicht das Dwemer-Äquivalent? Eisenwiepern. Alles so wenig wert. Gar-Julan-Knochenbrustharnisch. Oh. Das ist schon mehr wert. Ich muss gleich wieder aufpassen, was soll ich hier so mitnehme. Das auch. Ja, ja, Ich muss aussortieren. Wisst ihr was? Ich werde mal diesen billigen Stahlsäbel einfach weglassen, weil als Langwaffe habe ich ja jetzt mittlerweile... Gute Frage. Eigentlich habe ich was als alternative Langwaffenwaffe? Ich glaube nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt wird's langsam wieder eng mit meinem Platz. Aber ich will jetzt noch nicht wieder abhauen und mich zurückteleportieren. Noch nicht zumindest. Hundefleisch kannst du behalten. Wir machen nämlich jetzt zuerst den einen Auftrag, sonst nichts. Kein Höhleneingang, kein gar nichts. Und nachdem wir den Auftrag gemacht haben in der Mine da drüben, dann werden wir uns wieder über den göttlichen Eingriff zurückteleportieren können. Ich weiß dann zwar nicht, wo wir genau landen, also wo der nächste Teleportationspunkt ist für den göttlichen Eingriff. Aber ich werde das machen. Laute Autos am Fenster, la la la. Und danach speichern wir jetzt erstmal. Und dann, wo auch immer ich rauskomme, mache ich mich dann wieder auf den Weg zu Chrundi. Also, meine Freunde. Was war hier nochmal mein Auftrag? Ich habe es vergessen. Warte mal kurz. Hier. Novor Drehtans Anweisungen folgen. Okay, also. Novor Drehtan. Hallo, fleißig was am Arbeiten? Ihr auch sucht. In Unterwäsche? Ich bin sicher, dass ich nicht weiß, wo ihr es finden könnt. Da mag jemand seinen Job wohl nicht. Ah, da, hier, sehen wir mal. Das ist wohl der Chefe.
Warte mal, ich möchte dein Gesicht hier vollkommen neben diesem Fenster offen haben. Hallo, ich sollte kommen. Worum geht's hier in dieser Mine? Ein Rudel Höllenhunde griff meine Minenarbeiter an. Zuerst glaubten wir, eine der Arbeiterinnen sei verloren gegangen, aber sie ist unversehrt wieder aufgetaucht. Unser Heiler, Teres Arotan, ist hinabgestiegen, um sie zu suchen und ist nicht zurückgekehrt. Würdet ihr in die Mine hinabsteigen und Teres Arotan zurückholen, wenn er noch am Leben ist? Ich würde ja selbst gehen, jedoch muss ich hier bleiben, um die Minenarbeiter zu beschützen, falls die Höllenhunde noch einmal hier vorbeikommen sollten. Ja, dann werde ich aber doch nicht nur den Teres Arotan, sondern auch die Arbeiterin holen, die dort verloren gegangen ist. Okay. Also er weiß nur, hier rennt ein Rudel Höllenhunde rum und die sind sauer. Oh, warte mal. Darf ich das Glas abbauen? Oder zählt das auch als Diebstahl, wenn ich mich hier dran bediene? Ergreift ihn! Wachen!